Wunderschöne. Wie gesagt, wir kommen jetzt zum ersten Solo des unseres Konzertes hier in Bonn-Lengsdorf. Und zwar haben wir ein Alphorn mitgebracht. Ihr kennt das Alphorn alle aus den Schweizer Alpen, aus den Allgäuer Alpen oder aus den österreichischen Alpen. Damals wurde das als Kommunikationsmittel genutzt von einer Alm auf die anderen irgendwie, wenn man sich den ganzen Sommer lang allein als Senner auf einer Alm war, etwas Kommunikation hinzukriegen, und seit den 20er, 30er Jahren hat das Alphorn Einzug in die Konzertmusik gehalten. Wir haben einen wunderschönen Titel mitgebracht und deswegen bitten wir um eure absolute Aufmerksamkeit. Hier steht als Solist am Alphorn Tobias Schausen. Er wird für Sie zelebrieren den Alphorn-Zauber. Ich wünsche euch viel Vergnügen dabei. Thank you.
Vielen Dank für den kräftigen Applaus. Und er hat es auch verdient, denke ich, am Alphorn, unser Solist Tobias Schausen. Vielen Dank. Super. Okay, los geht's. Einen Applaus für unsere Solisten. Andreas Haupt am Flügelhorn mit der Abendküste. Recht herzliches Dankeschön. Richtig spielen, ne? Jetzt spielen Sie dabei. Einmal auf, Sie schmal. So, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es hat mich sehr beeindruckt, was ihr eben gemacht habt. Ich kenne das Dorfleben. Wir kommen alle aus der Eifel. Und da haben wir das auch, dieses ganze Vereinsleben, diese Kommunalpolitik, alles, was dazugehört. Aber hier steht jetzt etwas ganz Besonderes, nämlich eine Weinkönigin haben wir leider in der Eifel noch nicht. Wir haben zwar Apfelköniginnen und irgendwie sowas, aber Weinköniginnen gibt es leider bei uns nur an der Mosel, aber nicht in der Eifel. Aber hier habt ihr eine, und zwar die Prinzessin Lara, die erste. Einen kräftigen Applaus, sie steht nicht umsonst hier. Auch von dem Islecker Musikantenexpress mal kräftigen Applaus für unsere Weinkönigin. So, und die Lara, sie wird jetzt für Sie, für uns alle, mit dem Islecker Musikantenexpress den Deutschmeister-Regimentsmarsch dirigieren. Auf geht's!
Infanterie, Regiment, Chor und Deutsche Meister Nummer 4. Wir sind vom K und K, Infanterie, Regiment, Chor und Deutsche Meister Nummer 4. Und alle auf geht's! Vom K und K, Infanterie, Regiment, Chor und Deutsche Meister Nummer 4. Deutsche Meister Nummer 4. Jawohl! Haben Sie super gemacht, Lara. Fantastisch. Darf ich Sie einmal drücken? So, auf unsere Weinprinzessin. Wir nehmen jetzt all das Glas in die rechte oder linke Hand. Haben wir noch was? Geben wir irgendwie mal ein Glas, egal was, ja, das ist egal, lief da los. So. Und dann stoßen wir an auf unsere Weinkönigin, die Prinzessin Lara der Erste. Ein Prosit der Gemütlichkeit an die Gewehre. Auf geht's. Ein Prosit, ein Prosit der Gemütlichkeit. Ein Prosit, ein Prosit der Gemütlichkeit. Prost, Lara, Prost, Lengsdorf. Dankeschön. Dankeschön. Löwische Liebe. Löwische Liebe. So, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir begrüßen natürlich auch aus der Eifel die Bezirksbürgermeisterin und natürlich den Oberbürgermeister. Ich muss sagen, in meinem Leben habe ich hunderte Ansagen gemacht. Ich habe noch nie einen Oberbürgermeister begrüßt. Das auch noch der Bundesstadt Bonn. Herzlich willkommen, viele Grüße aus der Eifel, Herr Riederer. Was eine Ehre, habt ihr gut gemacht. Übrigens noch kurz ein Witz, bevor es jetzt weitergeht. Ne? Zwei alte Kumpels haben dich getroffen, haben dich 15 Jahre lang nicht mehr gesehen. Haben sich umarmt, sagt der eine, was machst du denn jetzt? Sagt er, ja, ich wollte gerade ins Spielcasino gehen. Ja, sagt der andere, gut, ich habe den ganzen Nachmittag Zeit, dann gehe ich mit ins Spielcasino. Die gehen rein ins Spielcasino, sagt der eine zum anderen, hör mal zu, wie oft hast du denn in der vergangenen Woche mit deiner Frau geschlafen? Sagt er, 6 Mal. Ja, sagt er, ich auch. Gut, sagt der eine, 6 und 6 ist 12, dann setzen wir jetzt alles auf die 12. Sie ging's an Roulette, die Kugel rollt immer rund, immer rund, immer weiter, immer weiter. Wo blieb sie liegen? Auf der Null. Sagt der eine, siehste, hätten wir beide die Wahrheit gesagt, dann hätten wir jetzt gewonnen, nicht? So. Ja, dauert ein bisschen, aber irgendwann habt ihr das kapiert, gell? Mein lieber Mann, ihr kennt hier alle diesen Hans Büttgenbach. Der Hans, der ist ein großer Fan des Islecker Musikantenexpresses und bei der Volksmusik, in der Volksmusikszene, sag ich mal, in der Blasmusikszene, sehr bekannt in der Eifel und im Rheinland. Und ihm gebührt jetzt die nächste Polka, die heißt Böhmische Liebe. Und ich bitte dich jetzt, lieber Hans, auf die Bühne. Er soll sie dirigieren, ihm gebührt die Ehre. Die Polka ist ziemlich zügig, nicht so ganz einfach zu dirigieren, aber Hans, du wirst das schon hinkriegen, du hast Musik im Blut. Ja, natürlich. Er macht das natürlich alles nur zu Ehren der Weinkönigin, der Lara der Ersten. Begrüßen wir recht herzlich hier den alten Lengsdorfer Hans Büttgenbach. So, meine Lieben, freut euch jetzt unter der Leitung von Hans mit dem Islecker Musikantenexpress auf die böhmische Liebe. Thank you.
So, meine Lieben, jetzt lade ich euch ein, kräftig mitzumachen bei dieser wunderschönen Folge. Auf geht's! Sonne passt, alles ist wunderbar. Stellt euch einfach vor, wir hätten noch ein paar Palmen hier. Brauchen wir eigentlich gar nicht. Ist auch so wunderschön hier in Lengsdorf. Und deswegen fühlt man sich ein bisschen in südliche Gefilde versetzt. Und wenn man dann an Spanien denkt, denkt man auch an Andalusien, wo die Sonne auch im Winter scheint. Und da haben wir eine wunderschöne Melodie. Die heißt Andalusia, ein Solo für Trompete. Und das wird jetzt hier dargeboten von Viktor Petrenko, ich bitte um Ihre Aufmerksamkeit und wünsche viel Vergnügen dabei. Thank you.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, an der Trompete mit Andalusia, Viktor Petrenko. Dankeschön. Wir begrüßen hier als Solistin Michael Müller mit dem Klarinettenteufel. Sehr verehrte Damen und Herren, ich möchte Ihnen kurz erzählen, wo wir herkommen. Wir kommen aus der Eifel, aus dem Dreiländereck Luxemburg, Belgien, Deutschland, aus dem Landkreis Bitburg-Brüm. Kennen Sie alle das Bitburger Pilz? Wenn Sie von Brüm Richtung 410, Richtung Grenze fahren, Arzfeld, Dahleiden, da kommen wir her. Das ist der Isleck. Der geht weit nach Luxemburg rein. Der Norden von Luxemburg gehört zu dieser Landschaft dazu. Und da haben wir die besten Musiker vor einigen Jahren, vor 5, 6 Jahren aussortiert und die machen jetzt die Musik. Die meisten sind Berufsmusiker, Musiklehrer, Militärmusiker, was auch immer. Es sind zwar auch noch dabei, die ganz normal ihrer normalen Tätigkeit nachgehen. Nur, dass sie wissen, wo wir herkommen, das ist der Isleck. Deswegen nennen wir uns Islecker Musikantenexpress. Und wenn Sie mal gut Zeit haben, ist ja nicht allzu weit, sind gut 100, 120 Kilometer. Fahren Sie mal in die Ecke Richtung Vianden, Richtung Echternach, Richtung Brüm, dann Richtung Grenze, dann lernen Sie unsere Heimat kennen. Wunderschön, genau so schön wie hier das Rheinland. Weiter geht's mit zwei Gesangtiteln. Und zwar zunächst einmal Wir sind Kinder von der Eger und anschließend dann Drei weiße Birken. Thank you.
Heimat ist das Egerland. Es war im schönen Egerland, wo unsere Wiege stand. Wir sind Kinder von der Eger, die dort in der fernen Heimat fließt, die man nicht so leicht vergisst, wenn man ein Kind der Eger ist. Alle kräftig mit und zeigt all, dass ihr rheinische Frohnaturen seid. Auf geht's! Wir sind Kinder von der Dankeschön. Vielen Dank. Drei weiße Birke in meiner Heimat stehen. Drei weiße Birke, die möchte ich wiedersehen. Ich träum vom großen Glück. Es lebe die Liebe im Sonnenschein und glaube, sie kommt zurück. Drei weiße Birke in meiner Heimat stehen. Drei weiße Birke, die möchte ich wiedersehen. Vielen, vielen Dank. Altbekannter Titel, Drei weiße Birken. Thank you.
Solisten am Tenor Michaela Fleur und an der Trompete Viktor Petrenko für die Bohemian Lovers. Hier nach vorne zu mir, weil ich guck mal, ob ich meinen alten Knochen geht noch. Kommt mal hier alle mit, hier rund. Und dann tanzen wir mal mit dem Onkel hier gleich. Er hat so wunderschön getanzt. Gell? Wir spielen jetzt nämlich eine wunderschöne Polka. Wer nur Lust hat, du kannst kommen. Alle Kinder können nach vorne kommen. Die Großen und die Kleinen, gerade egal. Und dann schauen wir mal, was draus wird. Gell? Es ist ja ein wunderschönes Familienfest, was ihr hier habt. Das ist fantastisch. Dann holt er den Onkel gleich mal in die Hand. Und dann machen wir mal so einen schönen Ringel rein auf die nächste Polka, die jetzt kommt. Die heißt nämlich von Freund zu Freund. Und Freunde, das Wort seid ihr ja alle, oder? Ne? Hast du auch schon einen Freund? Eine Freundin, hast du schon, mein lieber Mann. Optimal. Du auch schon? Hier ist deine Schwester? Nee. Oder deine Freundin? Deine Cousine? Aha. Du hast auch schon einen Freund, oder? Gell? Siehst du? So, da bleibt er schön hier stehen. Wie gesagt, die Kinder können ruhig hier nach vorne. Lass die Kleinen zu mir kommen. So steht schon in der Bibel, gell? Und da versuchen wir, was draus wird. Eine Titel noch, da machen wir 10 Minuten Pause. Wer Lust hat, kann hier ruhig zum Rüdiger kommen. Dann tanzen wir hier Ringel rein mit den Kindern. Auf geht's!
So, meine sehr verehrten Damen und Herren, auf die Weinkönigin, da bin ich schon weh, auf die Weinkönigin, auf dieses wunderschöne Fest hier in Bonn-Lengsdorf. Hebt nochmal euer Glas in die linke und in die rechte Hand und dann trinken wir ein Prosit der Gemütlichkeit. An die Gewehre. Ein Prosit der Gemütlichkeit. Ein Prosit der Gemütlichkeit. Prost Weinkönigin, Prost Lengsdorf. Thank you.
So, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bitte jetzt zur Bühne den Vorsitzenden des Heimat- und Verschönerungsvereines und, wie ich eben mitgekriegt habe, auch den Vorsitzenden des Festausschusses, Herrn Christoph Schader von Borosowski. Ich hoffe, dass ich den Namen richtig ausgesprochen habe. Herr Schader, kommen Sie bitte zur Bühne, das würde uns sehr freuen. Wir haben einen sehr angenehmen Marsch mit Ihnen zu spielen. Wo ist er? Hier war noch nicht nach Hause. Sie können doch gerne die Weinkönigin mitbringen, kein Thema. Ah, hier kommt na ja, der Christoph. Komm mal doch zur Bühne, alter Knabe. Und dann schauen wir mal, was wir fertig kriegen, gell? Ja, ja gut. Herzlich willkommen. So, der Christoph, er wird jetzt hier ein Stück dirigieren, hoffe ich. Und zwar, was holen wir jetzt? Und zwar den, dem Land Tirol die Treue. Die meisten können das, kennen das, dem Land Tirol die Treue. Da können wir alle so richtig aus unten aus der Brust mitsingen. Und jetzt hört uns zu und seid gespannt auf Christoph Schader von Borosowski unter der Leitung hier des Islecker Musikantenexpresses. Auf geht's!
Tja, ich habe noch nie eine Kapelle gesehen, die so wenig auf den Dirigenten achtet wie bei diesem Lied. Aber, meine Damen und Herren, was konnte es Schöneres und Besseres geben, als heute Nachmittag hier auf dem Weinfest Ihnen zu präsentieren, die Islecker Musikanten! Bitte schön, einmal aufstehen. Ich weiß nicht, hast du eigentlich schon erklärt, wo ihr herkommt? Das wissen viele ja gar nicht. Hast du schon? Ja, da war ich beim Essen, weißt du, da musste ich ja essen. Ich musste ja essen. Ja, uns ist ja nichts zu teuer, uns ist nichts zu weit. Wir wollen Qualität und die haben wir mit euch, mit den Islecker Musikanten. Vor 2 Jahren war der schon einmal hier und danach haben wir, der Weinfestausschuss, gesagt, eine andere Kapelle kommt gar nicht in Frage. Nicht wegen dem Spielen. Die haben einen Fanclub dabei. Das ist unser größter Nutznießer heute an der Bierbude. Wir bedanken uns, dass ihr hier seid. Ihr spielt noch was. Viel Vergnügen mit den Islecker Musikanten. Recht herzlichen Dank. Und ich denke mal, es ist jetzt an der Zeit, auch eurem Vorsitzenden des Festausschusses mal einen kräftigen Applaus zu spendieren. Er hat es verdient. Ich weiß genau, was für eine Arbeit da wird. Dem Christoph Schader von Borosowski einen kräftigen Applaus und ein herzliches Dankeschön. Ich weiß nicht, ob ich jetzt richtig ausgesprochen habe. Irgendwann werde ich es lernen. Vielleicht kommen wir ja in 2 Jahren wieder, dann habe ich es drauf. Trotzdem, recht, recht herzlichen Dank. Schürze, keine Hose.